Willkommen zurück bei Assassin's Creed. Da haben wir uns im letzten Part Aasfresser angegriffen. Eigentlich wollte ich nur diesen Goldschatz bergen. Da wurden wir von drei Wölfen attackiert. So, möchte ich mal ganz kurz den Überblick wieder bekommen. Und zwar... Genau, hier ist ein Brunnen. Gehen wir mal hier rein. Und sehen, dass uns das nicht dahin bringt, wo wir hin müssen. Okay, dann gehen wir direkt wieder raus. Und wo war das Haus? Genau, das Haus hier habe ich gesucht. Im letzten Part haben wir einen Schlüssel gefunden, der sollte... Ja, sehr gut. Und hier ist der Keller. Oh, toll. Okay. Das heißt, jetzt müssen wir erst noch was zum Wegsprengen finden. Aber man sieht hier nichts. Na toll, das kannst du... Was siehst du da oben, Sönen? Das kann man mal vergessen. Ja, mal schauen, wo sie was hingestellt haben. Da, ich hab's gefunden. Perfekt. Wunderbar. Das nehmen wir mit. Hier sieht man ja gar nichts. Hier sind wir. Dann gehen wir jetzt. Gehen wir direkt da hoch und dann. Ja. Dieser Nebel hier, meine Güte. Kommst du hier raus? Ah, ein bisschen. Wo bin ich denn hier, dass das hier so neblig ist? Das ist ja unglaublich. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Jetzt geht's langsam wieder. Meine Güte. Ah! Oha. Was haben die Nornier mir für ein Los ersponnen? Hi. Warum fluchst du, Wikinger? Das hier ist die Asche der letzten Männer meiner Mannschaft. Sie sind alle gefallen. Ein herber Verlust. Das ist noch nicht alles. Gerade erst erreichte mich Kunde aus Nordwege. Meine Familie wurde von der Seuche dahingerafft. Allesamt. Okay, er will sterben. Meine Frau, meine Kinder, alle, die mir lieb sind. Das ist zu viel. Du musst deinen Verlust betrauern, guter Freund. Ich kann nicht weinen. Als Plünderer habe ich es mir verboten. Kannst du mir vielleicht erlauben zu weinen? Was meinst du damit? Du bist auch Wikinger. Wenn du mir die Erlaubnis gäbest, könnte ich die Erde mit einem Tränensturm wässern, um den Schmerz zu lindern.
Entlege ich deine Axt, kämpf gegen mich. Oh, guck mal, wir können es ihm so. Wir brauchen nicht kämpfen. Betrachte mich als deinen Anführer. Und als solcher befehle ich dir: Weine, Wikinger. Weine. Das hilft nicht. Ich kann nicht. Es geht nicht. Oh Götter. Okay. Oh. Weingenehmigung. Okay, zählt aber als abgeschlossen. Na, also geht doch. Wow. Also ich muss ja schon sagen, ein paar Sachen, die man hier unterwegs findet, die sind, ja, überraschend. Na bitte, er weint. Was sind das für Vögel? Haben wir hier etwa wieder eine Römermaske? Da ist schon mal ein Schlüssel. Oh shit. Es ist eine Maske im Sperrgebiet. Na, kein Problem. Die machen wir alle nieder. Die machen wir einfach nieder heute. So. Natürlich ist sie unten. Tor verleiht mir Kraft. Na gut. Schlüssel finden. Ja, der Schlüssel liegt da drin. Okay. Das heißt doch, es muss noch einen anderen Weg hier reingeben, oder? Tür aufschießen geht auch nicht. Der Schlüssel. Ne, hier ist der Schlüssel. Wunderbar. Haben wir das auch. Was liegt hier? Ein Opal. Auch den nehme ich doch gerne mit. Das war das, dann gehen wir jetzt dahin. Ja! Fliegenpilzrätsel. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schauen wir mal, ob ich da durchblicke. Oder es wieder Gegner besiegen. Nee. Achte auf die Zeichen, ja.
Da steht ein Kreuz. Hier stehen zwei. Hier stehen drei Kreuze. Ja. Es ist ein frühes Gebiet. Die hier sind hier noch einfacher. Hier haben wir dann die vier Kreuze. Richtig. Nicht verzählt. Wunderbar. Und hier haben wir fünf. Jawohl. Müsste es gewesen sein, ne? Vorsichtiger Mann, der zum Mahle kommt, schweigt lauschend still. So muss es auch der Weise tun, der sich verständig erforscht. Wunderbar, Fliegenpilz. Abgeschlossen. Weiter geht's. Ich bin mal gespannt, wie viele Schreine wir noch finden, wo wir noch nichts machen können. Das Fischen ist so langweilig. Okay. Nachricht der Unterstützung. Gesegnet seist du, Liebes. Du schenkst uns allen neuen Mut. Bitte nimm diese Möhren an. Sie sind schon ganz schwarz, aber der Herr hat sie erschaffen und sie werden dich nähren. Was machst du in diesem Verlies? Ich widme mein Leben dem einsamen Gebet. Ich tue Buße und faste. Ich habe das Schloss aufgebrochen. Du kannst gehen. Aber ich will doch so leben. Ich bin eine Anachoretin. Das ist mein ganzes Leben. Eingeschlossen. Tag und Nacht für den Rest deines Lebens? Seltsame Art der Gottesanbetung. Ich habe meinen Frieden mit der Welt geschlossen. Kannst du das auch behaupten? Kann ich nicht. Komm nach draußen. Ich kann nicht sagen, dass ich Frieden geschlossen habe. Mein Leben ist voller Gewalt. Dein Weg ist ein mühsamer. Ich werde für dich beten. Nun, entschuldige mich bitte. In diesen Mauern werde ich Buße tun. Und du betest weiterhin. Ja, für Gnade und Frieden. Wie kannst du Frieden mit einer Welt schließen, die du niemals betrittst? Ich weiß, welche Schmerzen sie bereithält. Komm nach draußen. Die paar Augenblicke wird dein Gott dir sicher verzeihen. Komm. Ich folge dir und sei es nur, um das Gras unter meinen Füßen zu spüren. Ich tue Buße, wenn ich zurück bin. Ich kam nach dunklen Zeiten her. Seuchen und Hungersnöten. Dem Tod meines Vaters. Das ist nun Jahre her. Ach, wie es wohl sein okay. mag, wieder eine kühle Brise zu spüren. Die wärmende Sonne. Den Duft von Lavendel. Ah, die Welt! Sie ist so wunderschön. Die Schönheit der Erde erneuert uns. Ich danke dir. Mein Leben beginnt von vorne. Ja, bitte. Hier unten war noch ein Schatz. Den möchte ich noch haben. Das nehmen wir einfach mit, wenn wir schon mal hier sind.
Ja, kann doch auch hier draußen beten. Wo ist das Problem? Okay. Und den hier. Noch eine Maske. Das lesen wir später. Wo ist denn die? Natürlich, da müssen wir erstmal ja gucken. Okay. Okay. Wir brauchen... Ich muss sehen, was du siehst. Da oben. Perfekt, danke schön. Wenn wir dich nicht hätten. Manchmal sehe ich da trotzdem nicht. Na, hoffentlich kann Ava gut zielen. Es hat gereicht, wunderbar. Es wäre Licht und hier liegt die Maske. So. Die obere Hälfte ist komplett. Auch zur unteren Hälfte. Da ist ja auch noch eine Maske. Die habe ich damals nicht bekommen, weil ich nicht wusste wie. Mal schauen, ob ich inzwischen... Ja. Genau, die Maske. Ich spring mal hier runter. Genau, einfach wegschieben ging ja nicht. Vielleicht da jetzt durchschießen, das wäre ja geil. Nee. Da ist sie drin. Ah, ich weiß halt verdammt nochmal nicht. Ich muss mal gucken, ob ich von irgendwie von innen da dran. Ja, hier. Was? Habe ich da gerade was gesehen? Habe ich? Warte mal. Ich habe doch gerade... Ja, da unten. Ah, shit. Ich habe was gesehen. Ich glaube, dafür brauche ich mal einen anderen Bogen. Weil der zielt mir zu nah, zu weit rein. Und kein Raubtierbogen. Nehmen wir einfach mal den Jagdbogen hier. Ist ja egal. Wo ist es? Da. Da komme ich von hier nicht dran. Ich kann ja nicht durchschießen, ne? Nee, okay. Genau, hier lag der. Wie komme ich denn jetzt da unten? Ich
wechsle mal wieder den Bogen. Wie komme ich da rein? Mann, das... Ja, ich letztes Mal schon... so lange... Zeit verbracht und gesucht und... nichts gefunden. Vielleicht von hier irgendwo durchschießen. Okay, das war nur eine Fackel. Und wie komme ich? Ah ja, so kommen wir auf jeden Fall schon mal hier rein. Wenn wir das vorher kaputt machen. Wow. Aber nach unten komme ich. Das gibt's doch nicht. Das ist. Wie komme ich denn an die Maske dran? Das kann doch nicht sein. Mann, ey. Oh nein, nein. Oh, hier ist einfach. Das habe ich beim besten Willen nicht gesehen. Genau, jetzt kann ich das von hier kaputt machen. Und kann von... Unglaublich. Und einen Opal gibt es ja auch noch, jawohl. Vielleicht, wir sollten mal zu einem Kartenmacher in der Siedlung gehen. Vielleicht kann der uns eine Karte machen, die zeigt, wo alle Opale sind. Unglaublich! Mann, die Maske hat... Alter, die hat es in sich gehabt. Gut, ich würde sagen, heute machen wir noch das hier, das sollten wir schaffen. Und dann machen wir am nächsten Mal, fangen wir dann da an. Mal gucken, wie ich hier am geschicktesten. Wir haben schon wieder einen Punkt. Okay, kein feindliches Lager, wunderbar. Oh, Treffer. Noch eine Maske. Okay, das ist einfach.
Hier gibt es ganz schön viele Masken. Da wird sich der Römer in unserer Siedlung aber freuen. So. Wo ist das? Das Pferd noch da oder ist es weggelaufen? Na, hat sich erschreckt, ist weggerannt, okay. Hoho. Hi, Sön. Hier ist ein Stall, okay. Ein Uhr, habt ihr gehört? Die Glocke hat einmal geschlagen. Na, oder Viertel nach irgendwas. Hm. Na, wollen wir mal schauen, was wir hier noch haben. Seite? Hier unten? Okay. Ein Wolf liegt hier drin. Oh, und Leichen, verbrannte. Gut, dann holen wir uns jetzt noch schnell den Schatz. Und dann war's das für heute. Das müsste ja hier sein, ne? Ja, genau. Oh, vielleicht machen wir Lunden. Oh, da haben wir sowas wieder, okay. Da haben wir auch noch zwei Sachen. Vielleicht machen wir das auch beim nächsten Mal erst. Mal gucken. Gleich die Kuh. Ups. Das geht wirklich. Okay. Tut mir leid. Komm ich denn da rein? Schlüssel. So. Wunderbar. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Wenn wir dann, glaube ich, erst Lunden komplett machen. Fehlt da nicht mehr. Moment. Drei Sachen. Irgendwo habe ich hier dann wieder was. Hier, das sind die beiden Rätsel. Aber es fehlt noch ein Artefakt. Wo soll das denn sein? Kann ich das irgendwie... Nee, ich kann nur die Legende. Irland haben wir ja noch nichts. Das hier als Artefakt glaube ich nicht. Nee. Ich sehe es aktuell nicht. Hier, ne, das ist schon, das ist wie was anderes. Hä? Oh, wo soll das sein?
Es muss ein weißer Punkt wieder irgendwo sein, den sehe ich gerade nicht. Naja, wir machen... Da! So, markiert. Damit ich den beim nächsten Mal direkt hab. Gut, Freunde, das war's für heute. Ich sage erstmal bis dann und ciao.